Moin moin Freunde, hier ist der Bam Bam und hier sind wir zurück bei Wegweiser, das Format von mir für die neuen Karten, die mit World of Tanks 1.0 in HD ins Spiel kommen, und guckt euch das mal hier an. Mit mir natürlich wieder unterwegs, der Kill One More. Grüß dich. Jo, hallo. Guckt euch das an. Welche Seite ist jetzt geiler? Die mit diesen Felsen oder da drüben die Ortschaft, wo ihr im Hintergrund sogar noch so eine geile Brücke seht. Hier, guckt euch das mal an. Das haben sie echt geil gemacht. Jörg, wo sollen wir uns treffen? Wollen wir den Mittelweg mal durchfahren? Fahren wir den Mittelweg. Sieht im ersten... Och, der Wasser ist ganz hellblau. Der Bergsee, wunderschön gemacht. Da würde ich ja jetzt am liebsten aussteigen und nackt mit einer Arschbombe reinspringen. Aber das, glaube ich, wollt ihr nicht sehen. So. Das sieht hier aus, als könnte man hier hochfahren. Unglaublich. Alles breiter gemacht. Hier, guck mal. Das ist hier nochmal weiter, ja. Die Büsche sind aber noch da an den Stellen wie immer. Oh, da ist er. Ich sehe dich nicht. Ich sehe dich. Ah ja, okay. Das dachte ich mir. Ich wollte da schon gerade hinschießen. So. Ja, jetzt bin ich auch. Fahren wir mal hier runter. Kann man hier runterfahren? Wenn ich jetzt hier runterfahre, komme ich nicht mehr hoch. Aber ich glaube, hier kannst du jetzt runterfahren und... ja, da kommst du auch wieder hoch. Glaube ich. Das ist neu. Früher konnte man nur runter und dann war es vorbei. Dann war es das, ja. Wir gucken mal weiter. Die Stelle hier ist, denke ich mal, auch gleich. Hat sich nichts geändert. Also die Insel ist nicht zu erreichen. Das hatte ich schon mal probiert. Ernsthaft? Die Insel? Da kommst du da nie mehr weg. Die ist tief. Ja, ansonsten würde ich sagen, haben sie die Mitte hier nicht groß geändert, oder? Ein paar Büsche hier, die rechte Wand. Was ist das denn hier? Kommt man hier hoch? So was hier, Leute, das müssen wir natürlich testen, ist klar, aber hier kommen sie nicht hoch. Die Zufahrtswege wie früher, die haben sie, glaube ich, versucht zu unterbinden. Hier kommst du nicht rein. Das ist alles steiler Schroffer. Ja, kannst du auch vergessen, hier kommst du auch nicht hoch. Ja, und die Stellen hier, die bringen dir auch nichts, wenn du hier runterfährst. Okay, würde ich sagen, fahren wir durch den Canyon zuerst und gucken uns die wundervolle Stadt am Schluss an. Also die Büsche stehen hier auch da, wo sie immer standen. Genau. Dann hier diese Hütten, die standen da auch. Dann hatten wir ja hier diesen Felsen in der Ecke, wo die Artis dann immer zum Schluss hinten dran gefahren sind, wenn es ihnen an den Arsch ging, an den Kragen. Das haben sie viel breiter gemacht, hier kann man wesentlich besser durchfahren. Guck mal. Mhm. Auf jeden Fall, ne? Dann hier, guck mal hier. Oh, kommst du hoch? Ah, nee. Zu steil. Guck mal hier, wie steil das ist. Boah. Aber hier sind jetzt mehr Büsche, oder? Ich dachte schon, ich könnte hier hochfahren. Büsche waren doch hier nicht. Hier kannst du von hier hinten schön den Kamm überblicken. Ah, muss ich mir mal gleich angucken. Jetzt mit Speed vielleicht. Komm schon. Nein, es ist einfach zu steil. Schade, jetzt habe ich hier die Fichte noch kaputt gefahren. So, wenn ich mich jetzt hier hinstelle... hier, wenn ich mich hier hinstelle, kann ich da oben hinballern. Also die Zufahrt, die kommt man auch nicht. Ich weiß nicht, was vorher ging. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, von hier hinten konntest du vorher nicht in die Mitte schießen, weil diese kleine Anhöhe hier, die war, glaube ich, im Weg. An der kannst du jetzt auf jeden Fall vorbeischießen. Hier kannst du dich Hull-Down stellen. Ich kann ja mal oben auf den Pass fahren, da kannst du mal gucken, ob du da... Ah, gar kein Thema. Was ist denn hier mit dieser Stelle? Ja, hier ist noch. Hier kommst du also auch nicht hoch. Hier kannst du genauso dich hinstellen wie vorher auch. So, wie ist denn die Bodenbeschaffenheit hier? Hier war das doch immer so morastig, da bist du nicht vorwärts gekommen und so. Das ist relativ entspannt jetzt, ne? Das sieht so aus, ne? Also das Hemd nicht mehr so stark. Also das hier, das veranlagt mich ja auch unbedingt zu versuchen, hier hochzukommen, ne? Ja, ich glaube, das haben die alles nicht gemacht. Boah. Da braucht man Anlauf. Ich glaube, da braucht man nur Anlauf und dann geht das auch. So, der Berg hier in der Mitte ist derselbe wie vorher. Dann hier der Hügel mit dem Anstieg. Okay, ja, aber ist auch, glaube ich, gleich. Ne, ist nicht mehr so steil, finde ich. Und hier oben diese Fläche, guck mal hier, das ist alles viel... Hier hast du viel mehr Platz jetzt. Auf jeden Fall. Also du kriegst hier keinen Speed drauf, um da um die Ecke zu kommen, um da unten hochzufahren. Der Boden bremst dich ungemein aus. Das ist immer noch so. Leider. Ja. Das ist die Kante hier, Freunde. Ja. Habt ihr gesehen? So. Geht nicht. Da kommt nicht hoch. Hier kommst du auch nirgends hoch. Das haben sie extra so gemacht. Und alles schmodderlich und... Hier diese Senke, glaube ich, ist neu. Mit diesen Felsen hier. Weil guck mal hier. Ich kann mich jetzt auch hier hinstellen. Dann sidescrape ich kurz. Und bin wieder safe. Die Stelle gab es vorher nicht. Oder ja, ich müsste mich... Ist auch so, ne? Ja, guck mal. Hier ist auch so ein... Ah ja, guck mal da. Ja, also da haben sie so ein paar Dinge hingebaut, ne? Und dann hier hinten haben wir die Stelle, aber hier müssten wir doch hochkommen. Komm, jetzt verarsch mich nicht, hier muss ich doch hochkommen. Also geht doch. So, wenn ich mich jetzt hier in den Busch stelle, da siehst du mich nicht, wenn du da unten rauskommst. Wenn du da über den Pass kommst, da siehst du mich nicht. Hier in dem Busch. Wenn man hier die entsprechende Entfernung hat, dann kann man bis nach hinten durchschießen, ne? Ja. Meinst du? Ja. Ich bis zur Arti-Position hinten durchballern. Ich überschlage mich gleich nochmal, wenn ich hier nicht aufpasse. Das lass mich mal gucken. Das ging vorher so auch nicht, ne? Wenn die Arti einer aufmacht, ne? Und du hast wirklich Sichtweite, ich kann fast bis da hinten hingucken. Ja, ja. Das stimmt. Ja, kannst du dich hier, zack. Gut, kommen wir jetzt zu dieser Ecke, wo sich dann auch die Artis immer verschanzen. Gucken wir uns die mal an. Hier ist nochmal ein TD-Busch. Ja, und das hier ist auch wesentlich größer. Hier ist wesentlich mehr Platz. Ja, da vorne kann man sich schön als TD hinstellen, stimmt. Dann haben wir hier die Bahnhofsmission. Wer dann wirklich keine Chance mehr hat gegen 5 Gegner oder so, kann hier auf den nächsten Zug warten und schnell abhauen. Haben sie extra so gemacht. Gut, dann fährt man ja in der Regel hier am Anfang los, kriegt es dann direkt von der Seite von den gegnerischen TDs. Und ja. Büsche, bisschen abgesenkt da hinten, habt ihr das gesehen? Also hier kann man schön abgetaucht. Ja. Ich wollte gerade sagen, der ist doch da jetzt runtergefahren. Habt ihr das jetzt gesehen? Das ist eine Absenkung. Da könnt ihr mit euren schweren Panzern den ersten TD-Schüssen ausweichen. Guckt mal hier. Genau, man muss nicht mehr die Pläne. Ne? Hier waren ja früher alles eng, war das ja hier mit den Häusern. Hier, genau. Dann wird das auch, denke ich mal, weniger werden, dass die da in der Mitte den großen Spotter machen. Weil einfach, wenn die Heavys hier hinten lang fahren, ist nicht mehr. Hier die Hills. Das ist dasselbe wie vorher. Gebäude scheinen auch dasselbe zu sein. Hier kommst du hier nirgends hoch. Brauchst du nicht zu probieren, das ist alles viel zu steil. Hier ist ein bisschen niedriger, aber... So, dann die Gebäude hier. Denke ich mal, ist dasselbe alles. Von hier hat man jetzt auch freie Schussfeld über zur Base. Zur Base zurück. Boah, ich glaube, den Platz an der Kirche, den haben sie viel größer gemacht. Und hier vorne? Nee, das ist, weiß ich nicht. Das Karussell stand vorher schon da. Aber ich glaube, hier vorne ist jetzt auch wesentlich mehr Platz. Das ist größer geworden hier vorne. Ah gut, gucken wir uns mal den Kirchenplatz an und die Kirche. Ist die größer? Ist der Platz größer? Nicht mehr so steil, finde ich, hier. Ja. Das war wesentlich steiler alles. Leute, würde ich mal sagen. flacher, ne? Ja. So, wenn ich jetzt mich hier hinstelle, bin ich auf jeden Fall von da drüben. Guckt mal. Da ist der Startplatz der gegnerischen Partei. Und da ist auch dieser Busch, wo die TDs dann campen. Da bin ich hier auf jeden Fall wunderbar beschießbar. Die können hier einfach durchzimmern. Ja. So. Und dann natürlich dann diese Brücke und was auch immer dahinter ist. Echt nice gemacht. So, dann haben wir hier diese Stelle, wo auch immer der ein oder andere Panzer gerne durchgefahren ist. Ja, das ist immer noch so. Da kannst du dich dann korrigieren, ein bisschen raus, bist du safe. Du kannst also hier rausballern. Rausballern, knallern. Mit ein, zwei Panzern kannst du die Stelle hier halten oder mit zwei, drei Panzern. Aber hier kommst du nicht mehr durch, hier haben sie einen Felsen hingemacht. Okidoki. Dann fahren wir mal noch da hinten die Ecke ab. Hier könnte man noch mal hinter den Häusern hier. Und bis hier kommt. Ja. Ne? Ja. Das ist wie im Himmelsdorf, diese eine Kante, wo du dich hinstellen kannst. So, hier runter, nach wie vor. Ja, kannst du natürlich hier wunderbar. Hier dasselbe. Ja, das ist alles dasselbe. Das haben sie nicht geändert. Gucken wir uns die Ecke hier oben mal noch an. Aber alles schön detailreich gemacht. Hier kann man ja. Hier kommst du nicht hoch. Kannst du vergessen. Es gibt keine geheimen Wege, die direkt so ins Auge fallen, die man fahren könnte. Oh, guck mal hier. Das ist doch auch geil gemacht. Hier kannst du gleich die Wanderschuhe auspacken, die Bergsteigerausrüstung und dann spazierst du hier mal den Felsen hoch, hier in den Wald, hier den Berg hoch. Guck mal hier. Das animiert doch, oder? Ja. Unglaublich. Ja. Dann würde ich sagen, sind wir eigentlich durch, oder? Hier haben wir dann diese Stellen noch. Das haben sie alles ein bisschen offener gemacht hier. Hier kann man sich draufstellen, wie vorher auch. Ja. Aber du bist, hier stehen nicht mehr so viele Büsche. Genau. Ja, ansonsten, was ist das hier? Was ist das denn hier? Ach, ein Bienen. Hier züchten sie Bienen. Ach du liebes Lieschen. Ja, hier vorne ist auch viel gehabt. Ja, Leute, ich würde sagen, das war Lakeville. Ich hoffe, wir konnten euch so ein paar Änderungen und Dinge zeigen. Ah, da hinten wollten wir noch einmal runter, wollte ich noch einmal gucken, ob man da wirklich runterfahren kann und wieder hoch. Ja, ich glaube, du hast das gemacht, ne? Ja, genau, ich habe das eben schon mal probiert. Ich kann ja mal gucken, oder ob wir nicht liegt da ein Boot drin, oder was? Also Wasser in geilem Blau, das ist einfach nur schön gemacht hier. Einfach nur schön gemacht. Jo. Wie gesagt, hier kannst du also jetzt runter. Hier gibt es einen Busch. Da kannst du dich drinstellen. Und wenn du dann keinen Bock mehr hast zum Spotten, dann fährst du die Fichte hier einfach um und fährst die wieder hoch und dann bist du wieder hoch. Ja, das ging vorher nicht. No, so runter. Da warst du weg, wenn du da runtergefahren bist. Da bist du nur mit viel Glück wieder hochgekommen. Gut, Leute. Ich würde sagen, wir verabscheuen uns dann. Das war Lakeville. Und wir sehen uns dann auf der nächsten Karte wieder. Wenn es wieder heißt, hier ist der Bam Bam. Und ja, wir sagen Tschüssikowski, ne? Bis dann. Tschüss.